Mama, die Zuschauer sagen jedes Mal, warum postet ihr Videos mit Essen ist Haram, ist Ramadan. وبقدونس und سيراخوا Alle mal, sag mal, da jarte gut, ma di, ma fenakin. معناتنا Ah, Kopani! Ah! Danke dir. Unglaublich, das ist echt nicht von dieser Welt. Bin ich richtig marschieren? Neues YouTube-Video mit meiner Mama heute. Was machen wir? Ihr habt sie ja gesehen im Thumbnail, Leute. Ich sehe in den Kommentaren immer schreiben richtig viele Leute mal rein. Ihr macht zu viele Kochvideos. Könnt ihr was anderes machen? Mama, weißt du was? Ich glaube, ich muss wieder pranken. Fahren ist das Beste. Essen ist das Beste, wirklich. Das ist man ja pranken. Was ist das? Leute, auf jeden Fall, heute machen wir kurdische traditionelle Bitch und das ist kein Tau auch, das sind die Tau, denken Sie noch, weiß nicht, was ich kochen will. Nein, Kobani! Ich glaube, das ist Kazan Kubabi, Bejnui. Also ich mache wie Kazan Kubabi, aber Kazan Kubabi kommt nur Aubergine. Aber ich mache Aubergine, ich mache Kartoffel, ich mache ein bisschen Paprika drauf. Gut, dann wollen wir nicht so viel schnacken. Wir danken euch für alles, Leute. Ihr seid einfach heftig. Ich sag euch dazu gleich noch mehr. Bis gleich. Ciao. Also, ich mache immer Augenmasse, aber extra heute wegen euch mache ich einfach so. Also, ihr müsst ein Pegelglas, ne? Andi, komm. Was machst du da jetzt? Das ist Reis, ne? Aber ich weiß nicht. Sie macht jetzt zwei große Gläser Reis. Na, du? Also, Guri, Kuflat, ich hoffe, checken, aber sicher, ob ich einen Schamkade hast, checken. Kuflat, ja. Kuflet, das ist meine Familie. Ach so. Ich mache normal zwei, mit dem Ginara, ich habe zweieinhalb Glas. Ich mache keine Mechera mit dem Ginara. Allee, ja, aber ich muss immer lachen, wie das Ginara. Ich sage euch einen Trick. So, jetzt hat sie ihr Reis ausgewaschen. Richtig waschen mit heißes Wasser. Bringt ihr auch ganz bisschen. Allee, Hablu, red Deutsch und Kurdisch, das ist kein Problem. Ja? Ich übersetze das immer. Okay. Das ist kein Problem. Dein Video wird nicht 20 Minuten, das wird 40 Minuten. Wenn ich doppel. Nein, ich mach's schon. Wenn ich doppel rede. Du hast Kurmanji und Almani Wallahi, ja, die Tulu. Extra Kripo, das ist für Reis extra. So, das reicht. Jetzt kommt heißes Wasser rein. Nochmal. Ich mache Essig rein. In Reis. In Reis. Leute, ganz wichtig, sie macht Essig in ihr Reis rein. Wir machen mit Löffel. Extra wegen euch. Ein Esslöffel. Zweieinhalb Esslöffel. Einfach Essig, zweieinhalb Öl, zweieinhalb Glas Dings, Reis und zweieinhalb Glas Teelöffel Essig, ne? Ja, einfach so heißes Wasser kommt rein. Heißes Wasser kommt rein. Ich lasse hier so ungefähr 15 bis 20 Minuten so stehen lassen. Einfach so. Gut. Einfach so lassen beginnen und danach später mit einem Schluck Chebisch. Bad gut, Brinch gut, Essig nach Orbischen. Brinchiwa, Ulo, Chirchirjeti, Uhardiklebnaki, Brinchiwa, Lubulbote. Das kommt so. Stück, Stück, nein. Das klebt nicht zusammen mit Essig.
Bei der Essigem rein. Ach so, okay. Das klebt nicht zusammen. Die Tisch ging sein, weil das ja wollen. Ja, also wirklich, ich verstehe dich auch nicht. Ich verstehe dich ja auch nicht. Warte, warte, warte. Ich dachte, er will, weißt du, mir erklären. Aber er sagt, ich verstehe auch selber deine Sprache nicht. Das ist das Schwierige. Nein, 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 nicht deswegen, Mama. So, wir waschen unsere Aubergine solange unsere Reis. Ja, ich brauche ja nicht mehr reden, du machst alles automatisch. Du hast gelernt. Voilà, ja, du Tunui. Ich habe nicht Schakram gemacht. Ich habe so, hab so gemacht. Ich nehme mein Bestes immer zu Spray. Ich kann nur mit dieser Spray arbeiten. Wir machen so. Alles waschen, einfach so drauf und danach ich schneide. Zeigen wir, wie euch. Gut, dann sehen wir uns gleich. Genau. Gurstichur hat Fleisch, ich habe von Gefrier rausgeholt, ne? Was ist Gefrier? Was ist Gefrier? Achso, mit Türkei Kultkrumer. Voilà, Kultkrumer, genau. Und Pomanjanashi, Barada Buzi. Buzdolabe. Barada Buzi, Buzdolab. Arrede, wir haben Buzdolab, Barada Buzi. Barada Buzi, ja. Mama, die Zuschauer sagen jedes Mal, warum postet ihr Videos mit Essen ist Haram? Ist Ramadan. Wir posten das aus Respekt gegenüber unseren muslimischen Brüdern und Schwestern um 10 Uhr. Gib mir einen YouTuber da draußen, der um 10 Uhr ein Video postet. Gib mir einen YouTuber um 10 Uhr. Keiner außer Mois. Aber der Rest postet alles um 18, 19, 20 Uhr. Wir machen das nur aus Respekt für euch. Bitte nicht falsch verstehen. Jeder macht sein Essen zu Hause. Wir müssen auch was essen. Das ist normal. Wir haben auch Fasten. Ihr isst auch. Ihr habt Fasten. Wir essen auch. Aber halt, wir sind nicht respektlos. Wir zeigen euch auch nicht, wie man isst. Und das kommt extra Video um 10 Uhr Abend. Ja. Nach eurem Essen. Nachdem ihr gegessen habt, kommt erst unser Video online. Haben wir extra so gemacht, damit wir solche Probleme nicht machen für euch und aus Respekt gegenüber euch. Warum? Nein, mein Papa geht immer zu einkaufen und ich habe gesagt, das fehlt bei mir, glaube ich, wir haben kein Müll mehr. Bei dem Karton hast du ihn seitdem dran gelassen. Nach dem Corona mit Karton gar nicht. Papa hat eine Geschichte gemacht. Gut, bin ich mir seitdem dabei. Ja, Papa, Papa liebt es, einkaufen zu gehen, aber nur Obst kauft. Obst. Schafpulver. Kalabere. Nein. Ist rote Huren, lo? Ari, Schafpulver. Und das ist Kalabiber. Das ist Kalabiber, Lianker, ne? Kalabiber. Kalabiber. Kalabiber, ja. Kalabiber, lo? Das ist Schaf, schwarze Hefe. Schwarze Pfeffer, der Trosche. So, reicht. Jetzt kommt Salz auch rein. Hast du? Salt. Mama, wer ist eigentlich auf Englisch Salz? Salz. Salt. 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 Bisschen Paprikapulver, damit Farbe auch schön wird. Und wir lassen so jetzt, ich tue Petersilie rein, ich tue Knoblauch rein, ich tue Zwiebel rein. Also ich schneide ihn bekommen, das kommt alles hier rein. Also kann ich ihn heben und dem ich mal ein bisschen Machulo Chilis. So Leute, wir machen jetzt unseren Hackfleisch auf jeden Fall jetzt fertig. Mama, jetzt ihr, was ist das, Mama? Füllung von, das kommt alles da rein, das ist dieser Fleisch. Das ist Awa Isota, das ist ein bisschen Awa Isota Kunabe. Das ist so schön, guck mal, ich sag immer.
Ein bisschen, aber ich so da nicht, wo ich da mal ich habe gesagt, ich bin. Also aber ich habe nicht mehr, aber ich so da. So, jetzt so. Hat ich doch am Kanal habe ich mal früher Frau und mal früher Frau und der Mann ist so da hier und ist so da ja Dusch und Bagdunes und Sira Frau. Alle mal sagen wir da gerade gut die Madi Mama. ما في ناكل ما في من تاريخنا ما في كلنا بنا ما درس اس اين وقت تك 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 حمي جمشت كلنا هفضل دي از نوم اسن رجا تنزلي هيك شبكه يا اخويا يم Richtig lecker, Freunde. Diese Wasser einfach nur raus und nicht waschen, die Reis. Normal nicht waschen, normal. Einfach nur arbeiten, weil das auch für Essig geht. Genau. Jwiali, tschu, jwiali. Du denkst, der Neid haram, tschma? Hä? Ja, ich muss gleich arbeiten gehen. Aber Mama, Mirata, we kopani, hingi afkhoaren, khosha, yek nizayin tschbeji. So, jetzt macht sie Öl in ihr Topf rein. Wie viel Löffel? Da gibt's keinen Löffel, guck mal. Wenn ich mach, Joey. Mit Schierker, خلاص, Veja. Bock, bock, bock. Guck mal, Brinja, Falker. So, jetzt rührt sie ihr Reis rum, Leute. Das kommt Salz rein. Salz auch noch rein. Eine Prise. Da gibt es keine Prise. Eine Handvoll, zwei Hände. Nein, nein. Zwei Esslöffel Salz. Zwei Esslöffel Salz. Ja. Ja, sie hat einfach ihren Topf gewechselt, während sie kocht, weil genau. Bei dem anderen Topf hat das unten alles geklebt und gehangen und das ist nicht ihr Style. Das ist die beste, beste, allerbesten, diese schwarze und schwarze Brinji. Wo hast du es geholt? Du hast gerade gesagt, aus Aldi? Guck mal, nur zur Brinji, bitte. Brinji, Hoschik, Haluchi, und Essig, ja, weil war Essig, drin ist deswegen. Guck mal, Haluchi, wie. Und wenn ich die Brinji habe, dann so, aber ich habe auch aber genug Abadna. Jetzt kommt Wasser rein. Wasser, das ist 1,7 Liter, 1,7, das ist. Nein, 1,7. 1,7. Genau. Wie gesagt, immer Augenmaß. Ja. So, Mama macht jetzt Dekoration. Genau. Immer einfach. Mama, wie hast du mal Bock dazu, ne? Im Ernst. Kochen macht Spaß. Aber das ist auch so anstrengend, finde ich. Ja. Man muss so Geduld haben. Das ist alle immer. Voilà, das ist anstrengend ein bisschen. Doch manchmal man hat keine Lust. Guck mal, ein bisschen Gosch, die einfach so kleben. Gosch kleben, wie Gosch, einfach so. Mach nur Kamera, kann und jetzt so. Genau. Einfach Patat und Bajan, Patat und Bajan so. So. Ich muss jetzt zur Arbeit, ich habe leider keine Zeit mehr. Mama hat schon echt Gas gegeben. Ich zeige euch gleich mal das Ende. Das geht gleich im Backofen. Dann dauert es halt ein bisschen. Ne? Die Reis ist auch schon fast fertig, aber ich muss jetzt langsam los, Mama. Ne? Genau. Auch zur Arbeit natürlich. Hallo. Ach so. Klar. So, ich würde sagen, ich zeige euch kurz, was sie gemacht hat. Und ich sage schon mal Tschüss und haut rein. Ich danke euch von ganzem Herzen, Leute. Lasst für dieses Video vielleicht einen fetten Daumen da. Für diesen Zeitdruck, den wir haben, jedes Mal, oder ich mit ihm mache. Ich weiß nicht. Aber liked das Video, kommentiert das Video, spammt die Kommentare voll, Leute, ich küsse eure Augen. Folgt mir schon mal hier, wenn ihr möchtet, ihr müsst nicht, ihr könnt. SammyK95, genau hier, meine Mama hier, Bestas Küche. Und Rami Kamerzat, unterstrich, Zekali. So, bis gleich, ciao, ciao, ciao. Boah, Leute, schaut euch das einfach mal an, was sie gemacht hat hier. Seid mal ehrlich, ist das nicht saftig? Oh, Mama.
Mama, warum muss ich arbeiten, Mama? So Leute, ihr Brunch ist auf jeden Fall auch fertig. Brunch ist auch fertig. Noch ein bisschen, ein paar Minuten. Ah! Oh, Pani! Ah! Gar Mama, schau mal, das ist der Rugby! Ah! Ich hab probiert. So, Anna, ne? Idika, Germa. Muss noch 5 bis 10 Zentimeter und ziehen mit dir verlassen. Oha! Wow, oha! Das ist ja ruhig, ja. Hä? Aho, sowas von saftig, Leute. Ich freue mich später schon. Mit Chica von Amelhalo Chicken einfach, also die Soße hier checken. Katschika aber Ajana und Katschika aber Paprika mal zusammen. Bisschen Öl. Mehr, weil ich habe gar nichts Öl da rein kann. Ne? Sind Öl okay. Und bisschen Salz. Und kommt jetzt heißes Wasser rein. Das ist jetzt sein Sirup. Ich will nicht so haben, ich will nur Tawawa und Saftisch be. Tim Halwaka, ich will Chicken, Soße und Leken. Jetzt reicht. Ich meine, Sirup, ne? Scharbatai, oi, Soße, oi. Bisschen Karabi bad. Bisschen Nachnach kommt rein. So. Salz habe ich reingetan. Ein Mitschkiral hatten. Mit Schmerak reinkommen. So. Boah, Leute. Sag mal ganz ehrlich, Mann. Wer würde das jetzt nicht essen wollen? Später, mach das so. Mach mal so. Leute, ich würde euch das gerne zeigen, aber Rami ist später da und zeigt euch das. Und ja, Mama, jetzt tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Genau so, mein Essen auf die Arbeit. Vielen, vielen Dank, Meister. Danke dir. Ich freue mich drauf. Danke, Janel. Ciao, ciao. So, Leute, wir gehen jetzt rein und footen das jetzt. Gucken, was Mama so gemacht hat. Ich darf leider nicht weiter aufnehmen, wir sehen uns gleich. Unser Reis, oha, den packen wir da ein. Dann hat sie hier uns Trashi geholt, sehr schön. Und dann, oh, saftig, lecker, schmeckig. Hallo, was geht ab, Mom? Willst du jetzt aufnehmen? Ja, ich nehme jetzt auf, ja. Ich hab gehört, jetzt nicht. Wie machst du deinen Reis endlich fertig? Wir machen das immer in Restaurants. Genau, ich will auch ein bisschen so wie Deko machen. Deko? Genau. Achso, sag mal, wie dir. Und dann loslassen. Ich habe wieder normal warm gemacht, weißt du? Ein bisschen warm jetzt rein. Das reicht. Wow. Ja, siehst du? Sie kuscheln und hört das. Die Seiten sind heiß geworden. Ja, du bist aber schlau. Das ist nämlich auch die Lebensfrau. Zeitsprache, ne? So. Schön. Das ist saftig, richtig saftig geworden. Ein Jog mit Chicken und Pushmanalen, siehst du? Marakaitsch, was? Zaruka, Jihua, Mischan Ginschian, Hisch und Azuranko Vijan Hapu. Okay. Ja, Freunde, das ist auf jeden Fall mein Essen. Ihr wundert euch gerade, wo ist Remgi? Hä? Wo ist Remgi? Frage die Zuschauer. Er hat euch das schon erzählt, Freunde. Ich weiß wirklich nicht, was er da gefunden hat mit Janelle. Auf jeden Fall, Freunde, sind wir jetzt hier gerade am Essen. Ich probiere jetzt Mamas Essen, was die und mein Bruder auf die Beine gestellt haben. Ich habe keine Ahnung. Mama macht gerade hier schönen leckeren Chai rein, frischen Chai. Auf Kurdisch heißt das Dawa. Genau, Dawa, ja. Genau, wie kann man das auf Deutsch nennen? Wallah, weißt du nicht, kann man nicht sagen. Das sind auf jeden Fall Auberginen, gefüllte Auberginen, oder? Genau, Auberginen und Hackfleisch. Auberginen, Hackfleisch und welche Kartoffeln. Kartoffeln, ja. Und Paprika so ein bisschen Tomaten wie Deko genau, und so. Genau. Und dann probieren wir und die Wahrheit, Beja Rasti. Mhm.
So ein Teller, wenn du bei irgendwo türkische Restaurant bist. Boah. Wie bezahlst du für das so ein Teller? Ich nicht, was soll ich sagen? Alter, ja. Schwede. Mit Pivas, mit Isot, mit Radieschen. Spanier. Unglaublich. Unglaublich. Das ist echt nicht von dieser Welt. Ich will nicht richtig Brasilien. Das ist richtig lecker, Mann. Lass uns gucken, auf jeden Fall. Klar! Das ist Mann, Mann. Das geht. Patata Kalina. Du hast die da? Mhm. Patata, ne? Komm mal näher. Ob die Patata gekocht sind, da fragst du mich gerade. Ja. Ja. Fertig. Mama, wie Butter in meinem Mund. Du hast mir leid. Mhm. Ne? Ganz, ganz lecker. Ja, auf jeden Fall. Leider ist, jetzt, leider ist unser Daddy nicht zu Hause, ja. Sonst wäre er zu Hause, hätten wir auf jeden Fall ihn noch gefilmt, wie er es probiert hätte. Aber er ist nicht da. Wir hatten da wieder Video gehabt. Und ich habe die Liebe bekommen, ich habe mich gekriegt. Und eine Woche habe ich gut gekriegt, ich habe mich gekriegt. Und dann habe ich mich gekriegt, ich habe mich gekriegt. Ja, sie sagt, wie jedes Essen nach Zahmata macht, genau wie ich und sagt, schön, schön. Und wie wollen wir? Ein Italien wieder mit dem Luna. Ein Jog mit Tschech und Koschmann haben. Ja, auf jeden Fall. Und hat ihr da mal den? Und Sata war die Koschmann mit Aschinen. Und Shabab in der Kosch, hat er Jagdin, wie mein Kreier und Kosch da. Genau. Startet ihm in Tschüssawa. Folgt hier einmal auf Instagram, Basen das Küche, meine Freunde, unten links. Könnt ihr einmal folgen. Mitte ist Remy K. Rami-KMAZ und unten rechts ist Sammy.K95. Folgt mir alle drei auf Instagram. Bald kommen auf jeden Fall eine andere Art von Videos auf euch zu. Das lasst euch auf jeden Fall überraschen. Bald kommen nicht mehr Kochvideos. Es kommen Kochvideos, aber nicht mehr so wie jetzt. Also genießt noch die letzte Zeit mit unserer Mama zusammen. Aha, ich bin nicht dabei jetzt. Genau. Irgendwann gibt es so einen Schlussstrich. Zu viel vom Guten, sage ich mal so. Auf jeden Fall, meine Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Liebe Grüße. Remy K, Sammy K, Basna. Okay. Kiki. Remy K!